kann das da wieder auflaufen. Das Problem ist halt der Müll. Tja. Wann noch? Ja, also, ja. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Sag's. Ob ich mir merken kann, dass hier noch Kisten rumstehen, die relevant sind? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Da muss der Gorilla mir nämlich helfen, die alle umzupacken, weißt du? Da wird er bestimmt Spaß dran haben. Die Stahlproduktion geht jetzt auf Hochtouren. Muss ja, ne? Also sage ich jetzt mal, keine Ahnung, ob die wirklich auf Hochtouren geht oder ich jetzt hier nur Quatsch rede. Kann auch sein. Das weiß man nicht. Das weiß man wirklich nicht. Gut, die, ob ich da mal eben hinfahren sollte? Das macht ja gar keinen Sinn. Meinst du nicht? Ja, kann ich mal... Hier. Jetzt macht's wieder Sinn. So ist gut. Gleiche Scheiße nicht so machen. Ne? Ja, gut. Ja, manchmal kann man sich auch kompliziert machen. Das liegt vielleicht an der Uhrzeit. Das möge man mal bitte. Ja. Bei dir jetzt? Ja, ich bin nicht mehr so ganz konzentriert. Schon so müde. Ja, überleg mal, heute zwei Aufnahmen, Livestream. Das merkt man schon. Okay. Aber die arbeiten auch alle, ne? Ja. Macht doch einen guten Eindruck. Ich verfolge den Strang jetzt mal. Mal gucken, wie es jetzt hier aufläuft oder nicht aufläuft. Gucken wir mal. So, hier geht es auf jeden Fall massig weiter. Hier hört es massig auf. Hier geht's hoch. Alter, das ist ein langer Kabel an Eisenplan. Thank you.
Da gibt es noch Problemchen. Ach, da läuft es jetzt auf. Okay, das ist gut. So muss es sein. Und hier. Ach, viel zu schnell abgesaugt. Also wir kommen jetzt mal wieder langsam in die Produktion. Ja. Von Stahlträgern, aber ich... Ja, auch nicht weit und gut. Na gut, dann weiter damit. Dann weiter damit. Anders. Ne, eben. Über Eisen brauchen wir mal Eisen, ne? So geht's nur. Kostet es, was es wolle. Dann wollen wir doch den Wagen hier noch reparieren. Sehr gut. Ja, also, ich würde behaupten, ne? Ja. Das funktioniert soweit mit dem Uran. Also, das Erz wird angeliefert, es wird verarbeitet, raffiniert. Ja, alles klar, alles gut. So, das, was ich jetzt allerdings halt in irgendeiner Form noch managen muss, ist einmal der verbrauchte Kernbrennstoff und dieses überflüssige Uran, was ich produziere. Da, mit die beiden Sachen, um die muss ich mich noch kümmern. Okay. Alles klar. Aber wenigstens kann man über die glühend heißen Dinger laufen. Das ist ja auch schon mal was. Ja, ordentlich was wert. Ah, muss gemacht werden, weißt du? So, ich lagere die Dinger erstmal ein. So, erstmal. Ja, manchmal, ne? Da musst du echt aufpassen, was du hier machst. Ich jetzt. Ja, manchmal. Also mit, muss aufpassen, was du machst, meine ich, du musst aufpassen, was ich mache. Lass mich da raus, ich kann da nichts für. Never ever lass ich dich da raus, das weißt du. Also, ich würde behaupten, ich habe meinen Atomstrom im Griff. Erstmal. Jetzt warte ich noch auf die Covarex-Anreicherungsprozess und ich muss mir ja Gedanken um die Wiederaufbereitung machen. Verbrauchtes Uran-Brennelement. Dafür brauche ich auch wieder eine Zentrifuge, ne? Ja, schön. Dafür brauche ich eine Zentrifuge, alles klar. Also, was? Ich habe die Eisenplattenproduktion. Ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 um 20 Lichtbogenöfen erhöht. Okay, also hier kommt auf jeden Fall eine Menge Erz an. Ja. Scheiße, jetzt ist der Zug gerade abgefahren, sonst wäre ich nochmal runtergefahren ins. Da unten in das Große, weißt du? Mhm. Um einfach mal zu gucken, löppt oder löppt nicht, oder? Ja, nee. Es kommt genug Erz an. Ja. Konnte nur nicht so verarbeitet werden, wie es verarbeitet werden sollte. Aber dafür sorgen wir jetzt. Die Öfen rattern jetzt richtig. So, weißt du? Wir müssen ja auch mal was wieder, tun. Was jetzt ankommt. Ne? Ah, da muss eigentlich noch mehr. Eigentlich noch mehr.
Scheiße, 20 Lichtbogenöfen dazu gebaut. 20 Stück. Alto Belly, ey. Naja, ob das so von den Mengen her allerdings am Ende wirklich funktioniert? Ah, ja, doch. Jetzt läuft es wieder, Fussel. Es läuft wieder. Ja, wunderbar. Manometer. Das wollte ich doch sehen. Oh, ist das richtig. So. Der rote legt man noch raus. So, du legst raus. Du legst rein. Du holst es dir auch rein. Ich haben wir schon einmal. Und let's go. Jetzt brauche ich schon wieder diese beschissenen Gleise. Lecko funny. Was brauche ich für die Gleise? Mehr Stahlträger. Was brauche ich für die Stahlträger? Mehr Eisen. Aber Eisen haben wir jetzt. Eisen brauchst du jetzt keine Sorgen machen. Soll ich die Hochöfen gegen Lichtbogenöfen austauschen oder nein? Auf Dauer war das eigentlich der Plan, dass das passiert, ja. Okay. Aufgrund der Umweltverschmutzung, ja? Ja, haben die nicht auch ein Leistungsmehr? Nein. Herstelltempo vom Hochofen 2. Lichtbogenofen Herstelltempo 2. Also beides 2. Aber Umweltverschmutzung ist bei nur 25% der Lichtbogenofen. Also ja, der braucht nur ein oder hat ein Umweltverschmutzung pro Minute und der Hochofen hat 4. Also der einzige Vorteil ist, dass es keine Umweltverschmutzung mehr gibt. Das ist ja ein banaler Vorteil, das ist ja langweilig. Nahezu ja, langweilig. Absolut, ne? Stahlträger, ob du es glaubst oder nicht. Wofür? Ach, es ist schlimm, wenn alle Bänder voll sind. Gibt mir ein gutes Gefühl. Ne? Ja. Ach, diese blöden Schaltdinger, wo sind die denn? Ich hab schon wieder was vergessen. Was sind wir denn jetzt hier? Stahlträger, da. Also doch. Also immer gut, dass ich mir hier welche von denen nehmen kann. Wirklich, das war eine klasse Idee von dir. Ja, so eine Handproduktion muss man immer haben, ne? Ziegelsteine nehme ich jetzt hier auch nochmal mit. Kann man auch immer gebrauchen. Ziegelstein, so, danke. Was mache ich denn mit den Erzen da? Die muss ich auch irgendwie aufs Band kriegen. Im besten Fall ja. Wo turnt der denn rum? Suchen wir den nochmal. Wen? Wo ist der? Wo ist der Fussel? Da oben. Da. Weg da. Da bin ich. Na. Da. Was denn? Was machst du da? Ja, ich brauch. Sagen wir mal ein paar. Wo sind denn hier Zahnräder? Ich kann dir 100 geben. Die habe ich im Inventar. Ansonsten. Findest. Ja, du hast sie gefunden. Aber da sind sie doppelt, also mit Rohren. Ja, so. Nee, alles gut, alles gut. Da musst du richtig aufpassen. Nee, brauch ich nicht. Geh nur nicht so ganz so nah an das Band dran, weißt du? Schätzelein. Schätzelein.
Aber kann es sein, dass in den letzten Minuten Ruhe war? Was Angriffe angeht? Ja. Weil du sie alle ausgerottet hast, oder? Nein, ganz so extrem bin ich dann nicht. Nein. Wirklich nicht. Nein. Glaubst du mir nicht? Doch. So, also der macht jetzt aus dem Müll. Was ist das denn hier? Ein Fünftel verbrauchtes Uranelement. Dreimal Uran 238. Nö. Was mache ich denn mit dem 238? Ich dachte, wüsste, was du damit machst. Wo ist denn die Kurve? Ach du. Ja, könnte das Kurvarex, das ist es nämlich, weißt du? Ja, das braucht ein bisschen. Mhm. Aber das war ja von vornherein klar, dass das ein bisschen braucht. Ja, das brauche ich jetzt. Jetzt brauche ich das. Jetzt. Weißt du? Ja, glaube ich dir. Ja. Weißt du, wie sehr mich das interessiert? Ja. Gar nicht. Das ist schade. Ja, ich muss hier die Stahlträgerproduktion gerade wieder ein bisschen hochfahren. Ist auch so, richtig. Jetzt geht's los. Zack. Jetzt greif. Nee, dann ist mich selber. Schon gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt greifst du dir wieder was ab, aber. Ich mach doch gar nichts. Selber. Ja, nee, das bin ich auch selber. Also. Ja, kannst auch gar nichts sagen. Aber da seht ihr mal, wie schnell man so in Misskredit kommt, ne? Wenn man nichts macht. Ja, besonders bei mir. Ja. Deswegen pass dir bloß auf, was du hier machst von Quatsch. Mach ja gar nichts, das ist ja. Das ist das Problem. Also nichts falsch jedenfalls, weißt du? Wenn ich jetzt aber hier eine Kiste hinstelle, ne? Ja. Wenn ich jetzt eine zweite Kiste nehme und da hinstelle, ne? Ja. Und mich einmal komplett leer mache. Dann die zwei Kisten da abbauen. Ja. Ich hatte ja schon mal einen Erfolg, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen.
So. Blöde ist, läuft leider auch voll, ne? Und das sind ja auch noch ein paar Kisten hier.